So, einmal die Todesfahrt markieren, hier unten. Bin ich mal gespannt, wie lang das so geht. Und dann schau mal, oder weiß ich, vielleicht ist es gar nicht die erste. Aber egal, wir schauen mal hin. So, leicht abkürzen. Okay, ich bin mal sehr gespannt, was da jetzt so abgeht. Müssen wir irgendwie aussteigen, oder? Ja, ich glaube, wir müssen zu dem Tipp hoch, oder? Lo, here comes a wanderer. I, Crow Dazzle, welcome you to the Circle of Light. To the Circle of the Brave, the Skilled and the Quick. You've come very far, and with a great hunger. But, are you one who seeks to win a name for himself? Or who wishes to bind to the heart of his machine? Or, are you both? What are you saying? Racing, son, is a many splendid thing. There are some who come to Crow Dazzle for the glory. To beat the baddest the wasteland can muster, and have their names ring out in fireside tales of bravery for ages to come. Others are on the path of the spirit. They seek the death run to bind their beings to their machines. What's your wish here? So, wähle dein Rennen. Fassschlacht. Opuskrieger. Okay, wie soll man rechts einen Haken? Zerstöre bei jedem Checkpoint ein Fass. Erreiche das Ziel vor all den anderen Fahrern und bevor die Bombe unter deinem Fahrzeug. Baue deinen ganz eigenen Magnum Opus und fahre damit Rennen gegen deine Bestzeiten und die Bestzeiten deiner Freunde. Wieso haben wir rechts irgendwie einen Haken? Vielleicht, weil wir den Magnum Opus schon haben. Oder was haben wir hier? Bestenliste, Zeit. Okay, hier kann man einfach die Zeiten durchgehen. Eigentlich hört sich das noch interessant an. So, was kann man hier machen? Fahre jedes dieser Todesfahrt zugewiesenen Fahrzeuge, um Trophäen und Grifferzeichen zu gewinnen. Oh, mehrere Grifferzeichen. Zeichen Bestzeit. Bestzeit 00. Auch gut. Dieses Fahrzeug verwenden, ja, wir müssen ja eins von beiden wählen. So, okay. Triff an den Checkpoint wenigstens ein Fass und reiche das Ziel als erster. Oh, und wir haben, keine Harpune, natürlich. Das ist natürlich ein bisschen mies. Und er lässt sich natürlich ganz anders fahren. So. Ah, das meinte der mit dem Fass. Oh je, Mine. Ich muss den einen noch irgendwie einholen. Aber wir haben zumindest unsere Schrotflinte. Alter, der eine geht ganz schnell ab. So, Moment, überholt. Wir müssen natürlich Erster sein und schnell sein. So, fast zerstört. Oh, muss ich hinfahren? Das ist natürlich auch noch so eine Frage. Ich hoffe, ich fahre natürlich richtig. So, ich habe sogar zwei kaputt gemacht. Was ist, wenn ich da keins zerstöre? Habe ich dann verloren, oder? Natürlich so die Frage. Ich hoffe jetzt auch, ich bin richtig gefahren. Oder, ach so, wir müssen so... Ah, fuck, fuck, fuck. So gesehen die Kolonnenroute entlang. Denke jetzt mal, also es ist keine Kolonnenroute, aber die wird da extra so gemacht dafür. Hoffe ich ja zumindest mal, dass es so richtig ist. Bisschen Zeit verloren natürlich. Ah, da drüben sieht man das mit den Zeichen. Mal so eine Markierung. Oh, wir haben nicht mehr viel Zeit. Benutze den Nitro so oft wie möglich. Alter, wo soll das Ziel sein?
Das Zeichen bekommen wir, glaube ich, nicht, weil... wegen dem blöden Dreher... Hier haben wir das Ziel. Der begabte Fahrer. Belohnung. Oh, wir haben sogar das Auto bekommen. Ja, aber das Griffer-Abzeichen haben wir leider nicht bekommen. Weil wir nicht ganz so schnell waren. So, jetzt haben wir hier die Tankstelle. Und das ist jetzt dann somit erledigt. Oder ist es erledigt, wenn wir halt dann einfach noch den Griffer-Punkt bekommen? Schwierig war es ja nicht. Wir können mal kurz hinspringen. So, wieder Jump Bucket mit dabei. Durch die Schnellreise. Und dann diesmal ein bisschen schöner fahren. So, diesmal fahre ich auch hier entlang. Oh, ob das eine gute Idee war? War jetzt auch keine Abkürzung. Keine richtige. Okay, okay, schlechte Idee. So, eigentlich hätte ich vorher auf erneut versuchen drücken müssen, aber naja, nun gut. So, ich probier's nochmal. Hier ist nochmal einen anderen Wagen, aber ich probier's nochmal mit dem hier. So, los geht's, gib Gas, Junge. Gibt's ja gar nicht. Ist ja richtig mies, wenn sie ja nicht Gas geben. So, nein, nicht mich fertig machen. Ja, das können wir fast nochmal neu starten. Kann ich das überhaupt direkt hier so irgendwie? Irgendwie nicht so ganz. Oh Mann. Was passiert, wenn ich jetzt keinen Fass berühre? Verpasst, Maximus an jedem Checkpoint ein Fass treffen. Ja, okay. Aber wieso kann ich nicht einfach neu starten? Ja, nee, kann ich eben nicht machen. Das ist doch kacke. Das heißt, ich muss hier theoretisch eins treffen. So, hier nochmal gleich doppelt hält besser. Ist halt natürlich kacke, dass ich... Was ist, wenn ich aussteige? Ja, zum Beispiel so. So, nochmal von vorne. Und diesmal probieren wir es ein bisschen besser. Aus dem Weg. Wir schießen gleich nach vorne. Achtung. Schön, schön fahren. Immer schön stabil. So, den drehen wir weg. Fass mitnehmen. Und kein Turbo. So, uiuiui. Bisschen gerutscht. So, wieso? Wir fahren eigentlich theoretisch gar nicht auf einer Straße. Laut Minimap gerade. Sehr seltsam. Das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn ich mich verfahren würde. So, hier durch. Aber spätestens jetzt hätte es mir das Spiel ja sagen müssen, dass ich falsch gefahren bin. Denke ich ja mal. So, immer schön geradeaus. Ich hatte die Strecke ein bisschen kurviger in Erinnerung, aber irgendwo kommt ja, glaube ich, eine blöde Kurve. Ja, hier nämlich. Alter, wieso dreht's den immer so? Das ist doch kacke, Alter. Mann! Ich hoffe, das reicht mit der Zeit. Ich sollte mehr auf der Straße fahren. Wegen dem Speed. Oh, mit dem Zeichen. Weiß nicht, könnte eng werden. Oder? Ich weiß nicht. Hier oben. Oh, haben wir das Ziel. Oh, 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 nein. Verdammt. Ganz schön an Geschwindigkeit gerade verloren. Ja, aber es reicht. Aber, oh, bisschen knapp. Legendär.
Wenn ich jetzt neu starten, ja, kann ich nicht den Wagen wechseln. So, weil mit dem anderen Wagen, weiß nicht, ob es die gleiche Strecke einmal ist. Können wir mal kurz hinschauen. So, wieder hier. Schade, dass man nicht direkt zur Todesfahrt springen kann. So, ich hoffe, ich schaff's auch so ohne Navi. Müsste ja funktionieren. Ist ja eigentlich gar nicht so schwer zu verfehlen. So, und dann neuer Wagen, wieder anders zu fahren. So, einmal eingeparkt. Richtig schön. So. Achso, vielleicht wird der freigeschalten, wenn wir die zwei hier haben. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt schwieriger wird vielleicht. Aber die Strecke wird, glaube ich, gleich bleiben. So, wir haben auch zweimal Nitro gleich schon eingesetzt, damit wir vorne sind. Aber ich weiß nicht, ob der Wagen jetzt sich anders fahren lässt. So, Achtung, Achtung, Achtung. Hier ist immer noch so ein bisschen kurvig am Anfang, aber dann Richtung Mitte, Ende wird es ein bisschen einfacher, finde ich. Weil es nicht mehr so kurvig ist. So, oh, fast falsch gefahren. Ich wäre fast geradeaus. Ja, aber es ist eine andere Strecke. Weiß ich jetzt genau gar nicht. Oh, wenn man hier so crasht. Gegen die Fässer kann es sein, dass man so wegrutscht. Ist natürlich mies. Mal schauen, dass man gerade durchfahrt. Dann geht's einigermaßen, aber so ein Ruckler macht's schon immer. Ich hoffe, ich schaffe das mit der Zeit auch. So. Oh, hier schon mal einiges besser durchgekommen. Ich habe extra mit dem Nitro noch ein bisschen gewartet. Weil da die Fässer zu zerstören mit Nitro, kann es natürlich sein, dass er dann noch mehr wegrutscht. Aber mit der Zeit, ja, müsste, glaube ich, schon klappen. Also ich mache wieder so einen Fehler wie vorher. So, nein. Es geht, ja, sogar besser wie beim letzten Mal, müsste es sein. So, Sieger, legendär. Und Ramhead und Crafferzeichen als Belohnung. Jo, sehr schön. Und dann können wir ja mal schauen, ob jetzt dann der eine jetzt freigeschalten ist oder ob ich den irgendwie zuerst irgendwie holen muss. Wir fahren mal kurz hin und wenn der trotzdem gesperrt ist, können wir das andere mal anschauen. Aber ich glaube, das ist ja nur so ein Zeitrennen dann alleine. So. Einfach Werbe durch. Wow. Da war ein Stein. Aber eine schöne Drehung gemacht. Hat gerade perfekt gepasst. So. Autsch. Oh. Toll, auch noch auf der Seite ausgestiegen. So, wir schauen mal. Naja, es ist gesperrt. Beschaffe alle notwendigen Verbesserungen in der Werkstatt, um dieses Fahrzeug deiner Fahrzeugsammlung hinzuzufügen und es in dieser Todesfahrt freizuschalten. Okay. Wir brauchen dafür also Teile. Und wenn ich jetzt hier reingehe... Ja, es ist ja dann Online-Zeiten, oder? Hm. Das wird ja ein bisschen extrem, oder? Ist das dieselbe Strecke? Aber eine Minute war, glaub... Das schafft man, glaub, gar nicht. Ich schau mal rein. Ach so, aber das ist mit meinem Wagen. Okay, schlage deine Bestzeit... Ja, und wo muss ich hin? Und die Bestzeit deiner Freund... Ja, und wo muss ich hin? Mit deinem eigenen einzigartigen Magnum Opus, ja. Und welche Strecke? Oder muss ich einfach ins Ziel kommen?
Das ist natürlich die Frage. Vor allem, wenn es mit einem eigenen Wagen ist, kann es ja natürlich auch sein, dass meiner schlechter ist oder so. Vor allem, wo fahre ich hin? Das ist natürlich auch so eine Sache. Ich habe nicht mal eine Strecke. Deshalb gibt es wohl auch das mit der Minute. Das ist ja mal interessant. Ist ja sehr interessant. Außer ich kann halt vielleicht das Navi einstellen. Womöglich. Einen Moment mal, wo muss ich überhaupt hin? Hier einmal. Ja, wir sind, glaube ich, ganz gut auf der Strecke. So, was? Wieso nach rechts? Nach links. Wer fällt ein? Sa! Im Ziel noch verkackt. So, aber es gibt halt natürlich nicht viel Punktezahl hochladen. Ja, machen wir mal. Aber, nun gut. Da gibt es halt jetzt halt groß keine Belohnungen oder so. Ja, und das waren die Todesfahrten, meine Freunde. Kann ich hier einen Donut machen? Nicht so richtig. Ja, doch, so ein bisschen.